Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Randall's Monday. Und ja, schwierig. So viel kann ich nur sagen. Und ich muss noch mehr sagen. Und zwar, ich habe... Ja, wie sage ich das jetzt am besten? Oh mein Gott, ich habe ein wenig betrogen. Und das mache ich sonst wirklich nicht. Aber ich wollte das jetzt weiterspielen, weil ich in ein paar Tagen nicht mehr aufnehmen kann. Für ein paar Tage, weil ich halt über Weihnachten und über die Feiertage und so weiter nicht an diesem PC hier bin. Und deswegen, ich bin von alleine nicht drauf gekommen. Ich bin hier rumgelaufen. Und ich hoffe, ihr hört mich noch, weil die hier labern die ganze Zeit. Ich habe in die Lösung geguckt. Es tut mir leid. Wir haben hier die leere Flasche und die Gasflasche und wir nehmen uns einfach mal die leere Flasche. Was tatsächlich geht, wer hätte es gedacht? Die können wir uns jetzt mal angucken. Ja, eine leere Flasche. Stellt Randall fest, sehr schön. Und wir stellen mal die Schüssel mit Maisresten hier auf diesen Standfuß. Weil ich habe ja die ganze Zeit gesagt, wir müssen Popcorn vielleicht machen für die Tauben, damit wir das Gift darüber kippen können. Das war meine Idee tatsächlich. Aber da wir ja Öfen und Mikrowellen und alles Mögliche zur Verfügung haben und das aber alles hier in diesem Spiel nicht funktioniert, funktioniert immer das Absurdeste. Das heißt, wir machen hier an diesen im Pfandshop selber machen wir Popcorn. So. Das ist aber wirklich das Einzige, was ich, okay, die Flasche bleibt da. Wir gehen mal hier raus, weil die labern, das nervt. So. Ja, das war's. Deswegen habe ich nachgeguckt, wie man Popcorn macht, weil es ging, beziehungsweise nicht, wie man Popcorn macht, sondern wie man im letzten Endes die Tauben tötet. Dieses Popcorn ist jetzt eine tödliche Waffe. Ja. Und es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt nachgeguckt habe, aber wie gesagt, ich habe nicht die Zeit, um zu warten, dass ihr vielleicht mir in die Kommentare schreibt, ja, ich weiß es, vielleicht das und das. Obwohl ich ganz ehrlich bin, wenn man nicht nachguckt, ich weiß nicht, wie sehr man sich umsehen muss, bis man das findet. Ich bin jetzt offscreen wirklich ultra lange rumgerannt und habe da jeden Gegenstand irgendwie probiert nochmal anzugucken. Aber das ist in Mels Pfandleihe halt gerade dort, des Rätsels Lösung sozusagen gibt. Das hätte ich nie gedacht. So oder so habe ich in ein anderes Video reingeschaut, aber nur das hier. Und wir füttern die Tauben mit vergiftetem Popcorn. Fress, Scheiße. Meine schönen Fress, das ist genug für alle da. What the fuck? Achtung, diese Tauben schlafen nicht, sie sind tot. Aber wen interessieren diese Flugratten überhaupt? Davon abgesehen sind die eh nur gemalt. Okay, Leute, das müsst ihr euch jetzt immer vor Augen halten. Wir haben sie nicht getötet. Die schlafen nur und die sind eh nur gemalt, ne? Und wir haben den Bierpong. Yeah. Und einen Trichter. Die kann ich nicht einfach mitnehmen. Okay, aber wir können sie ansehen. Die Klimaanlage. Jo. Tote Tauben. Ich sollte wohl Schuldgefühle haben, schätze ich. Ach Quatsch. Schuldgefühle sind was für Pussys. Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich die nur anschaue. Also vergiss es. Okay, rede mal mit den toten Tauben. Das sind Tauben, keine Papageien. Und okay. Ja, und was machen wir jetzt im Inventory mit dem Rohr? Das ist der Schlauch, den ich auf dem Dach gefunden habe. Nur ein Trichter. Die müssen nicht wieder zusammengeklebt werden. Warum denn nicht? Nein. Ja toll, jetzt haben wir einen Schlauch und einen Trichter. Ich habe gar keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Und es geht da weiter, wo wir aufgehört hatten. Ich habe keine Ahnung. Moment, ich meine mich noch an was zu erinnern, was ich beiläufig gesehen hatte. Okay, doch, wir können das mit Wasser füllen. Okay. Mehr weiß ich jetzt aber wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun sollen. Schlafen gehen können wir nicht. Diese teuflische Erfindung erinnert mich jeden Morgen daran, dass ich noch lebe. Na, Gott sei Dank. So, gehen wir wieder zurück. Ja, und ehrlich gesagt frage ich mich jetzt, was wir jetzt tun sollen. So, ab jetzt ist es wieder komplett blind. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie gesagt, was wir hier tun müssen. Vielleicht, ach mein Gott, den Schlauch. Wofür können wir denn den Schlauch benutzen? Das ist der Schlauch, den ich auf dem Dach gefunden habe. Anmal. Da schreibe ich nichts drauf. Warum denn? Das ist keine gute Idee. Okay, Gift ins Wasser. Das ist keine gute Idee. Was? Wieso? Anzünden. Lieber nicht. Okay, Batterie.
Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich glaube aber schon, Randall. Also hör auf, mir zu widersprechen, Junge. Nein, wir schminken jetzt den Schlauch. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Naja, okay. Ach, was können wir denn tun? Fahren wir nochmal einfach in die Bar. Vielleicht können wir irgendwie, weiß nicht, ein paar Spirituosen abziehen mit dem Schlauch. Keine Ahnung, oh mein Gott. Erkunde der Umgebung, es gibt einige quasi versteckte Gegenstände. Aber auch das muss ja nicht auf unser Spiel gemünzt sein. Ach du meine Güte. Boah, was war das denn jetzt? Jetzt habe ich tatsächlich gegähnt in der Aufnahme, oh mein Gott. Das ist schon etwas später. Warte mal, Spielkugel. Das ist die Spielkugel, die wichtigste überhaupt. Die, die ich am wenigsten hasse. Jawohl, wir haben eine Spielkugel. Wir haben eine Spielkugel. Die benutzen wir mit. Ich denke nicht, dass das klappt. Okay, bitte. Ich denke nicht, dass das klappt. Naja, okay. So, jetzt aber. Ich denke nicht, dass das klappt. Okay, das wird so. Da schreibe ich nichts. Was? Okay, wir benutzen die mit dem Hammer. Ich denke nicht, dass das klappt. Wir lieben die Spielkugel so sehr, dass wir sie schminken. Ich denke nicht, dass das klappt. Naja, gut. Oder wir müssen sie Pater Roy an den Kopf knallen. Pass auf, hier. Peng! Nein. Wie nein? Billardkugel, nehmen. Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Ups, was war denn da los? Mal hier, Lampe. Was für eine kitschige Lampe. Was? Nimm die Lampe. Ah, lieber nicht. Okay, dann... Was war hier hinten? Gelandet. Look. Look, look. Die Dinger verwandeln das letzte Loch in eine Party-Location. Oh mein Gott. Nimm die Girlanden. Ich komm nicht ran. Ach. Ach, wie. Er kommt nicht ran. Oh mein Gott. Wir könnten die Girlande klauen? Was? Hübsche Girlande. Das muss ich nicht aufhübschen. Doch, aufhübschen, alles aufhübschen. Das muss ich nicht aufhübschen. Doch, wir müssen alles aufhübschen. Das muss ich nicht aufhübschen. Das muss ich nicht aufhübschen. Aufhübschen. Das muss ich nicht aufhübschen. Okay, jetzt bin ich mal wieder überfragt. Was müssen wir tun, verdammte Axt? Das muss ich nicht aufhübschen. Doch, hübsch alles auf, verdammte Axt. Okay, wir probieren nochmal mit Pater Roy zu reden. Pater? Pater? Wenn er vorher nie was gesagt hat, wird er es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Vielleicht müssen wir ihm die Flasche voll Wasser ins Gesicht kippen. Spinnst du? Das ist mein Wasser. Ja, okay, Entschuldigung. Nein, nein. Vielleicht müssen wir Elaine die Flasche Wasser ins Gesicht kippen. Ja, jetzt. Spinnst du? Ja, okay. Hier, wir geben die dem Penner. Flasche Wasser. Penner. Spinnst du? Ja, okay. Puh. Hier, wir füllen die Flasche Wasser nochmal von der Pfütze. Warum? Die Flasche ist voll Wasser, das kippe ich nicht in eine dreckige Pfütze. Aber du kannst ja was von der dreckigen Pfütze in die Flasche Wasser kippen. Ich kann mich jetzt auch an gar keine andere Figur im Spiel erinnern, die gesagt hätte, oh mein Gott, ich habe so einen Durst. Fahren wir einfach nochmal zu Mads Wohnung? Vielleicht können wir da nochmal rein und irgendwas machen? Keine Ahnung. So, hier, einem fremden Typen. Pass auf, hier, Jo, Flasche für Wasser, Junge! Spinnst du? Okay. Wir gehen mal zu Officer Murray und probieren, ihm einfach mal irgendwas anzudrehen. Ach, weil das so extra gemacht ist, konnte ich das jetzt nicht. Okay. Das ist sicher kein... Wieso denn nicht? Hier, Murray. Spinnst du? Ja, okay. Vielleicht müssen wir Murray ein bisschen aufhübschen mit Girlanden. Nee, das sind meine. Ja, bitte. Okay. Das macht er nicht, okay? Nein. Ja, nein, wieso denn nicht? Meine Güte. Da mal ab in die Seitenstraße, würde ich sagen. Wir müssen ja irgendwas an der Seite machen können. Mit der Absperrung vielleicht oder so, keine Ahnung. Vielleicht mit dem Rohr da. Das ist einfach nur dumm. Oder hier, weil... Nee, das wollte ich doch gar nicht. Komm hier. So. Rohr auf Rohre verwenden. Das ist einfach nur dumm. Du bist blöd.
Das muss ich nicht aufhübschen. Doch, wir müssen alles aufhübschen. Das muss ich nicht aufhübschen. Ach meine Güte, jetzt hab dich doch nicht so, Trichter. Nein. Nein. Okay. Bitte, dann halt nicht. Mach doch, was du willst. Können wir die Bilder mitnehmen? Bild von Matt und Bild von Sally. Wir probieren es einfach nochmal. Wozu? Warum denn nicht, Mensch? Kein Interesse. Okay, können wir die mit dem Hammer kaputt schlagen? Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Okay, können wir die anmalen? Da schreibe ich nichts Warum drauf. Denn nicht? Flipperautomat, angucken. Legendär. Legendär. Mit Billardkugel. Ich denke nicht, dass das klappt. Wird mir jetzt auch Spaß machen, aber ich habe keine Zeit. Ich sehe jeden Tag besser aus. Und das ist ein Fakt. Okay. Ich weiß ja, dass es ein Hilfemenü gibt. Vielleicht können wir... Moment. Vielleicht können wir mit diesem Rohr irgendwie die Schublade öffnen. Das ist einfach... Okay, vielleicht können wir mit dem Trichter die Schublade öffnen. Okay, vielleicht können wir den Trichter mit dem Mixer benutzen. Okay, vielleicht können wir das Rohr mit dem Mixer benutzen. Okay, vielleicht können wir die Girlanden mit dem Mixer benutzen. Okay, vielleicht können wir die Billardkugel in den Mixer. Ich denke nicht. Ja, okay. Das muss ich. Ach Mann, ich will hier weiterkommen. Das ist sich. Okay, pass auf. So, bam. Das ist sich. Das ist sicher. Leute, da bleibt mir nur eins. Ich muss das Hilfemenü aktivieren. So, ganz sicher, du willst also das Hilfesystem aktivieren. Okay, ich hätte mehr von dir erwartet, aber was soll's. Schätze nicht, jeder ist der Oldschool-Herausforderung gewachsen. Och Mann. Nee. Wir wollen das ja durchziehen. Voll hardcore-mäßig. Da schreibe ich nichts drauf. Was müssen wir hier tun? Meine Güte, was müssen wir hier tun? Hey, da mache ich doch alles dreckig. Nee. Das ist sicher keine so gute Idee. Okay, pass auf hier. Warte. Aha, Tube klebt schon. Das muss nicht geklebt werden. Doch, es muss alles geklebt werden. Alles muss geklebt werden. Alles. So, da. Das muss nicht geklebt werden. Warum denn nicht? Das muss nicht geklebt werden. Shit. Okay. Damit will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. Nein. Es gibt keinen Grund. Doch, es gibt einen Grund, denn der Grund wäre, es ist unlogisch. Nein. Und genau das habe ich so langsam das Gefühl, macht hier irgendwie Sinn. Wenn Sachen unlogisch werden, kommen jetzt... Muss der Versuchung widerstehen. Ich wollte gerade sagen, klau endlich die Magnete, meine Güte, dann haben wir es hinter uns. Ach, was machen wir denn? Was machen wir denn? Vielleicht können wir, warte mal, vielleicht können wir zurück in Mads Pfandleihe. Vielleicht ist ja jetzt dieser Dieb weg. Vielleicht ist der Dieb jetzt weg. Das kann natürlich sein, dass hier Sachen immer ausgelöst werden, wenn wir bestimmte Ereignisse vollzogen haben. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn ihr mich fragt. Aber ihr fragt mich ja wahrscheinlich nicht. Ach so, es geht ja weiter. Okay. Moment, da muss ich ganz kurz so die Flasche wieder zuschrauben. Und wieder hinstellen. Oh mein Gott. Voll unprofessionell, aber ist mir egal. So. Scheiße, der ist ja immer noch da. Also, passt oder passt nicht. Komm hier, passt Schlauch. Immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Gasflasche mit Flamme. Das ist sicher. Pass auf hier, warte. Nee, pass auf. Wir. Ja, mach mal. Ach, können wir jetzt die mit Wasser wieder drauf? Nein! Flasche mit kochendem Wasser. Mit dem Ergebnis zufrieden. Batterie. Ich glaube. Okay. Das ist keine gute Idee. Okay, wir müssen irgendwas machen, das die hier vertreibt. Wie ein Babypopo. Lieber nicht. Okay. Warte, das kriegen wir hin. Okay, warte. Also, ich denke nicht, dass das. Was? Irgendwas müssen wir damit machen können. Mit wem du hier redest? Das muss nicht.
Okay, aber wir haben es fast, wir haben es fast. Ich spüre, dass wir dem Ganzen näher kommen. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff okay. Ich garantiere. Oder kann ich die jetzt wieder nehmen? Moment. Mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Nein, ich kann die. Nee, ich wollte gerade sagen, ich kann nicht die Flasche mit dem kochenden Wasser wieder nehmen. Das wäre ja total sinnlos. Hier, fettiges Papier. Okay, dann mach doch alles dreckig, das ist mir doch egal. Hier, die Batterie rein. Doch, Säure, komm hier. Oder was, der Feuerlöscher. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Warum denn? Nee. Oder warte, hier, dann verwende den Feuerlöscher mit der Flamme. Hier. Okay. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Da schreibe ich. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Babypopo. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht müssen wir einfach kurz mal rausgehen. Und da reingehen. Und der Katastrophe einfach ihren Lauf nehmen lassen. Ich weiß es nicht. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Das ist einfach nur dumm. Die müssen nicht wieder zusammengeklebt werden. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Wie ein Babypopo. Okay. So, das sind jetzt die Shorts. Das kann ich nicht rumtragen. Wieso kannst du das nicht rumtragen? Also, passt oder passt nicht? Was so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Glaubst du, mit wem okay, du hier ich hab jetzt, wie gesagt, ich drücke gerade. Geht nicht, die gehört zur Uhr. Wie geht nicht, die gehört zur Uhr, die Kanone. Dann können wir uns die doch bestimmt rausklauen, oder nicht? Ich glaube nicht, dass 100% mit dem Ergebnis Dietrich sein wirst. Das muss ich nicht aufbrechen. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Babypopo. Was müssen wir mit dem Standfuß noch verwenden? Also, das ist einfach nicht. Was immer. Was glaubst du mit dem? Vielleicht müssen wir die Flasche am Standfuß festkleben. Das muss nicht geklebt werden. Okay. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Das ist keine gute. Boah, ich hab keine Ahnung, ohne Scheiß, ich weiß es einfach nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, wie ein Babypuppe. Okay, ich hab einfach keine Ahnung. Da braucht man wohl eine Münze. Können wir vielleicht in den Kaugummiautomaten den Schlauch reinstecken? Das ist einfach nur dumm. Warum denn? Mann, dieses Spiel macht mich langsam ein bisschen fertig. Okay. Wir haben kochendes Wasser. Was wollen wir mit kochendem Wasser? Zeitung verbrennen? Warte mal. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Beziehungsweise man verbrennt ja mit kochendem Wasser nicht Zeitung, aber... Nein. Aber vielleicht, ich weiß nicht, hier irgendwie... Okay. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Mich nervt das Gequatsche von den beiden, ehrlich gesagt, ein bisschen. Dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Eher nicht. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Babypopo. Das muss ich dich aufhübschen. Oh, ich weiß es nicht, Leute. Ich bin schon wieder am Ende mit meinem ganzen... Gedankengut. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Vergiss das. Okay. Glaubst du, mit wem du hier redest? Okay, alles klar. Wir gehen mal aus dem Laden raus und ich muss hier den Part schon wieder beenden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielleicht müssen wir am Hydranten das Rohr betätigen.
Das ist einfach nur dumm. Ja, das ist in deiner Vorstellung nur dumm. In Wirklichkeit ist das total klug. Nein. Nee, okay. Vielleicht müssen wir an dem Rohr ein Rohr betätigen. Hier, komm. Das ist einfach nur dumm. Okay, vielleicht müssen wir an dem Rohr einen Trichter betätigen. Okay, vielleicht müssen wir in das Rohr die Billardkugel stecken. Ich denke nicht, dass... Also mein Gedanke war ja eigentlich, dass wir, wenn das Wasser hier kocht, dass wir jetzt hier also die Billardkugel oben reinstecken. Was immer. Ich denke nicht, dass das klappt. Damit die irgendwie platzt oder so und die beiden dann denken, oh mein Gott, was ist hier los? Aber das war alles nur ein Traum. Wie machen wir das? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Na gut, okay. Aber ich beende hier den Part. Auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.